nicht. Hallo, hallo! Hallo, Mirko! Hallo, Herr Hahn! Ich bin so aufgeregt und freue mich so! Es ist Ostern! Ja, 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 ja! Das macht mich so froh! Ich habe richtig Lust zu singen! Oh ja, was singen wir? Ich glaube, da gibt es was ganz Tolles zu erzählen. Komm, deswegen komm, sag es allen weiter! Oh ja, unbedingt! Komm, sag es allen weiter! Ruft es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter. Gott selber lädt uns ein. Sein Haus hat offene Türen. Er ruft uns in Geduld. Will alle zu sich führen. Auch die mit Not und Schuld. Komm, sag es allen weiter. Natürlich muss ich euch jetzt unbedingt erzählen, wie die Geschichte mit Jesus weitergeht. Unbedingt. Unbedingt. Denn das letzte Mal haben wir gehört, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber da bleiben wir nicht stehen. Freunde von Jesus nahmen seinen Körper vom Kreuz ab, wickelten ihn in ein weißes Tuch und legten ihn in ein Grab, das sie mit einer Felsplatte verschlossen. Nach 2 Tagen waren Frauen in der Nähe von Jesu Grab. Da geschah etwas Seltsames. Plötzlich stand ein weiß gekleideter Mann vor ihnen. Ein Engel? Ihr braucht keine Angst zu haben, beruhigte er die Frauen. Sagt allen Bescheid, dass Jesus lebt und auferstanden ist. Die Jünger wussten natürlich nichts davon, dass Jesus wieder lebt. Sie waren traurig und weinten und gingen zurück in ihre Dörfer und Städte. Den Frauen, die von Jesu Auferstehung berichteten, glaubten sie nicht. 2 der Jünger waren gerade auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus. Auf der Reise trafen sie einen Mann und luden ihn zu sich nach Hause zum Abendessen ein. Als der Mann das Brot brach und Wein ausschenkte und lächelte, erkannten sie ihn. Es war Jesus! Die beiden Jünger ließen alles stehen und liegen und rannten zurück nach Jerusalem. Sie suchten alle Jünger zusammen und berichteten ihnen freudig, dass Jesus wieder am Leben war. Einige Male noch erschien Jesus den Jüngern. Bald bin ich weg. Und im Himmelreich bei meinem Vater, sagte er ihnen. Aber denkt immer daran, auch wenn ihr mich nicht sehen könnt, bin ich im Herzen bei euch. Das war die ganze Ostergeschichte. Jesus ist wieder auferstanden. Und darum feiern wir an Ostern. Und zum Abschluss wollen wir noch ein kurzes Gebet beten. Ob ich schlafe, ob ich wache, immer bist du Gott bei mir. Ob ich weine oder lache, du bist da, ich danke dir. Ja, da können wir echt Danke sagen, dass wir nie alleine sind. Jesus ist auferstanden und lebt jetzt im Himmel. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest und feiert schön. Tschüss, bis bald. Frohe Ostern.